Denn das wäre jetzt nicht so gut. So, das ist schon mal weg. So, die brauchen wir noch. Das kann weg. Das brauchen wir noch. Hier ist robuster Steingriff. Robuste Griffdings. Das kann weg. Das kann weg. Hammerkopfgussform. Steinhammerkopf kann weg. Und wir brauchen eigentlich nur noch die beiden Dinger hier. Das kann eigentlich auch erstmal hier weg. Das ist hier Steindings kann auch weg. Den brauchen wir noch. Und das Glas heben wir auch erstmal auf. Und so wie es aussieht, ist unser Dings fertig. Und wir brauchen hier den Schlüssel hinten drin. So. Jawohl. Dann schisseln wir uns jetzt erstmal den Moos zurecht. So bemooster Steinziegel. So. Mit dem bemoosten Steinziegel. Gehen wir jetzt hier ran und holen uns hier jede Menge Moos raus. 7 Stück. Nein. Und eigentlich hatten wir irgendwo noch welchen. Wenn ich mich. Also, genau mal. Haben wir da. Ah, warte mal. Hier haben wir noch ein Bett. Und das haben wir oben noch nicht hingestellt, weil das Dach noch nicht fertig war. Fangen wir hier schon an, aber wir brauchen an sich die Materialien ja auch. Oder eben unsere Werkzeuge, um schneller an die Materialien zu kommen. Naja, ist nicht verkehrt, doch damit jetzt ein bisschen anzufangen, auch wenn alles hier nur halb fertig ist. Habe ich hier eventuell noch Glas drin? Nö. Sand habe ich natürlich auch nicht mehr, weil wozu auch? Na, Sand holen wir uns noch. So, auf jeden Fall möchte ich gerne das Auto Repair drauf haben. Das auf jeden Fall. Ihn hätten wir dann noch übrig. Gut, dann können wir auch erstmal sagen, wir machen ihm hier. So. Ein bisschen nervig, weil man hier immer hin und her. Okay. Das geht also nicht. Warte mal. Wir machen mal den wieder zu neuen davon. Und dann schauen wir mal, ob das hier mit. Hier mit geht's. Jetzt den hier nochmal draufhauen. Das geht nicht mehr. 49. 50. Kann man den jetzt? Ja. Muss halt bloß erstmal drüber kommen. Okay. So, und jetzt hauen wir eh mal Auto Repair drauf. Der Hauptzweck, um dein Werkzeug zu reparieren und zu ändern, platziere ein Werkzeug. Das geht jetzt natürlich nicht mehr. Ach, das ist doch doof. Bieten das jetzt nicht mehr. Modifikation. Ach, bestimmt, weil wir eh mal zu viel gemacht haben hier. Können wir das nur wieder entmodifizieren? Das wäre gut. Mist. Haben wir natürlich alles hier drin geballert. Ich meine, die Spitzhacke an sich ist nicht schlecht. Die hat Glück und Eile, aber kein Auto-Repair. Und das wäre eigentlich das gewesen, was ich mir gewünscht hätte. Da habe ich jetzt natürlich nicht aufgepasst. Sollten wir beim Hammer eventuell machen. So, für den Hammerkopf. Dann machen wir den als nächstes. Zack. Zack. Dann müssen wir bloß hier nochmal umstellen. Ich hoffe, das Eisen reicht uns noch. Weil die Lumber-Exploit besser wäre. Habe ich das Buch noch bei? Burp. Natürlich nicht. Material Residue 2. Für die Axt braucht mal für die Lumber-Axt. Dann machen wir jetzt erstmal die Lumber-Axt. Dit eine Large-Platte, Torch und Torch-Binding. Okay, Torch-Binding. Torch-Binding, Torch-Binding haben wir noch nicht. Robuster Griff, robuste Steinbindung,
Die brauchen wir natürlich noch. Und sieht. So, dann müssten wir jetzt eigentlich alles haben und wir könnten den hier auch mal wieder zusammenstecken zu ihm. Ah, das ist ja jetzt echt ehrlich. Nehmen wir den mal nochmal raus. Und packen. Moment, Moment, Moment. Das Ding hier hin. Hier schalten wir nochmal auf der Jolt um. Und dann brauchen wir ihm hier. Ich finde es schön gemacht, auch schön animiert alles. Zack, zack. Ah, hätten wir ja drin lassen können. Robuste Griffform, so. Hammerkopf. Dann brauchen wir den erstmal nicht. So. Das kann erstmal weg. Die Lumberex. Nochmal gucken, sicher, sicher. Torch Rod, Barbara. Road Exhalt. Eine Blutschplatte und Torch Binding. Haben wir alles. Gut. Bin gespannt, ob das reicht. Davon brauchen wir ihn. Davon brauchen wir auch ihn. Denn den Axt. Huch. So, dit. Und dann hoffen wir mal, dass die erreicht hat. Sieht nicht so aus. Nein, es hat nicht gereicht. Gold ist alle. Wir müssen auf jeden Fall Gold sammeln gehen. Und wie können wir das am besten machen? Indem wir hier runter gehen. In unsere Höhle und unsere Höhle weiter erforschen. Oing. Jo. Das ist so, eigentlich könnten wir ja mal die hier mit drin hauen. Erstmal runter und wir brauchen Jolt. Hier ist nur Aluminium. Allerdings will ich. Hier oben liegt ja auch noch, siehst du. Weil wir jetzt ja hier runter könnten. Kann ja nichts mehr passieren, außer dass wir in eine Lava fallen. Da ist noch Kupfer. Und nichts weiter. Verdammt. Keine Goldbeerenbüsche gefunden bis jetzt. Das ist auch sehr. Ja, traurig. Eigentlich. Muss man so sagen. Hallo. Kommst du denn hierher? Ja. Da ist noch Eisen. Eisen können wir. Jetzt können wir eigentlich wirklich mal alles hier. Zack. Gerne auf die Spitzhacke, wenn nicht mehr, muss mal irgendwann noch mal eine machen und Kohle können wir auch mal mitnehmen jetzt. Flup, flup, flup. Dafür müssten wir uns, glaube ich, jetzt mal hier ein bisschen hocharbeiten. Hoch. Alles mit. Dann können wir die Donau mitnehmen. Hui. Ich mag das. Und jetzt, dann machen wir jetzt hier eine reine. Wir hätten mal das Zeug vorher noch wegpacken sollen. Eine reine Rohstoffsammlung oder Reise, sagen wir mal so. Den Rucksack haben wir ja immerhin auch. Alter,
Manchmal nervt das ein bisschen. Wodurch war denn... Zeig mal auch. Schneller. Oder mehr sammeln können. Wodurch wir einfach mehr sammeln können. So, hier ist nur Eisen. Und Salz. Das könnte man natürlich auch noch mitnehmen für die Cheeseburger-Herstellung. Aber nö, eigentlich mit dem Wasser, das funktioniert ganz gut so. So. Und hier ist nochmal Kohle runtergefallen. Und dann nehmen wir... Ach komm, dann können wir sowas hier umlenken. Voll? Voll. Denn die Kohle würde ich eigentlich nicht unbedingt wegpacken wollen. Aber das Kupfererz könnte weg. Und das Eisen kann hier drin. Und das Ding kann hier drin. Und eigentlich der ganze andere Schnotter auch. Die Falltür könnten wir mal verbrennen, wenn wir jetzt was finden. Das Buch kommt auch mal hier drin. Der Schlüssel auf jeden Fall auch. Der ist mir zu wertvoll, was man hier über den Jordan jagen. Kohle. Zack, zack, zack. Und ich weiß, irgendwo war auch noch Diamant. Den würde ich natürlich, wenn denn, nur mit unserer neuen Axt-Zacke weghauen. Wobei wir die, glaube ich, wirklich eventuell nochmal neu machen müssten. Mal sehen. Wenn sie kaputt ist, ist sie kaputt. Ist jetzt eher... Oh. Bisschen ärgerlich in der Hinsicht. Weil wir nur doch ziemlich viel Materialien auch reingesteckt haben. Aber naja, mein Gott, was soll's. Zack, zack, zack. So, dann gehen wir mal hier noch runter. Blum, blum, blum. Sammeln wir alles in. Und hier will ich gerne wieder hoch. Erddurchzogener Stein. Hatte ich den schon? Habe ich den schon gehabt? Aber wir haben ja das Ding bei. Können wir ja gleich mal gucken. Erddurchzogener Stein. Ja, hatten wir schon. Sehr schön. Ende. So. Wow, jetzt wieder. Nehmen wir mit. Und wie gesagt, diesmal bleibt hier nur stehen. Wir alles mit, was wir finden können. Hier ist auch noch Kupfer. Und wie gesagt, wir hätten doch vielleicht eventuell vorher ein bisschen was wegpacken sollen. Hier ist noch eine Kohle. Nehmen wir mal mit. Ansonsten ist hier nichts weiter. Da oben ist auch nichts. Von da sind wir gekommen ungefähr. Uah. So, da jetzt auch noch runter. Allerdings würde ich jetzt gerne erstmal hier weitermachen. So, das Ding mit. Ist noch Kupfer. Hin. Welche war natürlich wieder nicht mehr mitnehmen können. So, dann das weg. Das weg. Wo haben wir noch? Zinnerz, Kohle, Kohle. Die Kohle würde ich gerne dann auch Blöcken verarbeiten. So, das Ding können wir dann auch mal in Lava schmeißen. Das Ding kann eigentlich auch mal weg. Den Moos würde ich auch erstmal weghauen. Das Ding kommt hier oben hin, genauso wie das Teil. Und die Dinger können wir auch weghauen. Mutig mal. Da ist noch Eisen. Eisen ist eigentlich nicht schlecht hier. Ding, 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 ding. Oh, hier ist auch nochmal Eisen, da jetzt auch nochmal lang. Oh, jetzt überall. So. Da ist noch was gewesen. Da gehen wir. Da richtig gesehen? War da gerade. Achso, war bloß ein. Da? Ja, ist bloß ein Ollerbusch. So, dann nehmen wir mal die noch mit. So. Und wo kommt der Schwein her? Eisen ist hier echt geil. Boah, wie viel.
Da haben wir jetzt eine gute Ader gefunden. Flup, flup, flup. So, jetzt nehmen wir alles mit. Hier oben ist auch noch was. Und da oben jetzt anscheinend auch noch weiter. Hallo. Boah, krass. Da sind noch Büsche. Markieren wir uns die Ecke mal. Hallo? Oh oh. Oh, Gott sei Dank. Das war Wissen. Geht's unerlang. Also nicht, dass wir jetzt von da gekommen sind, aber da jetzt eben unerlang. So, jetzt würde ich gerne hier erstmal noch lang. Jawohl. Und ich höre die Lava und in der Nähe der Lava war eigentlich die Diamanten gewesen. Ging da jetzt hoch. Hier ist noch Eisen. Da ist auch noch was. Aluminium. Was hier? Ich bin mir nicht sicher. Hier liegt auf jeden Fall hoch. Noch Eisen. Viel früher machen müssen eigentlich. Aber ich sag mal, jetzt haben wir die Möglichkeit dazu, aus dem einfachen Grund, weil jetzt haben wir den Rucksack dabei. Können wir auch alles mitnehmen hier. Ohne uns das Inventar allzu voll zu müllen. Kohle nimmt ja schon Platz weg, muss ich sagen. Oh, hier haben wir auch noch was. Bruchsteine brauchen wir eigentlich nicht unbedingt, aber naja, komm, was war haben wir? Was auch noch was? Noch mehr. So, und hier ist noch mehr. Und noch mehr Kohle, natürlich. Die sich natürlich an der Decke da lang zieht. Eigentlich müsste die doch hier fast hin sein jetzt. Mal hoch. Jo, guck mal. So, und dann bin ich... Warte. Und jetzt würde ich die denn doch eigentlich eher... in die Hand nehmen. Wie gesagt, ich ärgere mich jetzt schon darüber. Und jetzt haben wir keinen Platz mehr. Oh, wo ist denn der? Da ist er. So. Und dann Kohle. Nehmen wir alles mit. Alles mitnehmen hier. Dass nichts übrig bleibt. So. Machen wir das Buch. Und dann kommen wir hier wieder hin. Gut, eigentlich sollten wir ja jetzt so weit alles haben. Zumindest was hier. Oh nee, doch nicht. Hier geht weiter. Sehr schön. So, da hängt hoch. Hier gerade hier ist auch noch was. Und da war die Lava. Und eigentlich war doch hier irgendwo. Hier ist auch noch Eisen. Ach, hier ist dann. Da ist noch Lapislaz. Ach nee, durchzogener Stein. Ja, hier gucken wir mal später. Hier war es auch nicht. Hier auch nicht. Hier ist aber noch ein bisschen Eisen.
Nehmen wir mit. Hier immer Wasser. So, jetzt sind wir wieder in der Höhle. Da wollen wir später hin. Wir suchen jetzt eigentlich erstmal die Lava. Die Lava. Oh, wartet. Hier ist noch Eisen. Hier ist Lava auf jeden Fall. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob das hier war. Hier ist noch Redstone. Isaac hatte hier irgendwo. Ach, hier war das. Hier war's, genau. Diamant der. Und wir können natürlich nichts mitnehmen. Ah. So, das weg, das weg, das weg. Das weg, das weg, das weg. Die Kohle kann hier auch noch rennen. Und dann haben wir das. Und auf jeden Fall. Nehmen wir die mit. Da. Oh. Also dafür ist das Ding hier echt genial. Aber Diamanten hat sie nicht so unbedingt doll. Hier ist noch Eisen. Nehmen wir noch mit. Und das Ding nehmen wir noch mit. Oh Gott. Wir könnten jetzt maximal. Zack, zack. So, ihn zubauen. So, es war dunkel hier, aber komm, was soll's. So, haben wir das auch. Oh, und ziemlich dunkel hier. Hier ist noch Kohle. Und da halt gerade gesehen ist noch Eisen. Und da ist auch noch Redstone. Und oh, hier ist alles überall irgendwo was. Ist allerdings ein bisschen schade, finde ich, dass. Ja. Boah, und wir sind voll wieder mal. So, die weg. Das kann weg, das kann weg. Die Scherbendinger können eigentlich auch weg. Das kann auch mal weg, das nee, der Quarz hier. Boah, so. Wie viel ist denn hier? So. Hier haben wir noch Aluminium. Hallo? Das nehmen wir noch mit. Hier haben wir noch Eisen und Chaos durchzogenen Stein. Boah, echt ey. Und hier hatten wir uns mal durchgegraben. Aber hier ist auch noch Eisen ein bisschen. Bisschen ist gut. Da. Oh, wie viel? Also ich denke, an Eisen wird es uns nicht unbedingt mangeln. Und als nächstes sollten wir wirklich bei der nächsten Spitzhacke echt eh mal Auto Repair aufsetzen und dann eben, dann, ja. Hier ist Ende. Bloß Angst, dass wir hier irgendwann in ein Lavaloch reinfallen. Und dann haben wir nämlich den Salat. Hier haben wir alles auf jeden Fall. Eisen würde ich schon, ja. Ach, das reizt einfach zu sehr. Ach, ist ja klar. Und noch mehr Kohle. Jawohl. Ich sehe uns wirklich schon in den Abgrund stürzen, ganz ehrlich. Wir graben uns hier immer weiter runter. Vor allem das Hellste ist hier ohne. So, wir machen jetzt eine Fackel ran. Die Fackel hält die Fackel sag ich schon, die Axt hält auf jeden Fall sehr genial lange. So, und was wir gesucht haben, Gold haben wir noch nicht gefunden. Aber dafür ordentlich Redstone und alles andere, was wir nicht unbedingt brauchen. So, Stein.
machen wir einfach so zu. Gut, da oben waren wir schon. Und dann würde ich jetzt so gerne... Hier waren wir, glaube ich, auch schon mal. Da sind wir auch schon mal durchgelaufen, so wie es aussieht. Hier ist die Lava wiederum. Hier war der Diamant. Der Diamant. Und dann... Nehmen wir uns das noch mit. Finden wir ja eigentlich. Müssen wir bloß wegen der Kohle aufpassen. Dass wir die andere da echt stehen lassen, weil sonst haben wir da ein kleines Problem. Also nochmal Redstone. So. Und hier könnten wir irgendwie sagen. Zack, zack. Zack. So, machen wir hier mal zu. Sonst da nichts passieren kann. Und da ging es hoch und hier ging glaube ich in die Höhle. Da möchte ich jetzt gerne nochmal hin. Ja. Ding, 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 ding. Ding, ding, ding. Jawohl. Denn wir hatten ja gesehen. So, das Ding markieren wir uns hier mal. Wir hier lang müssen. Gucken wir mal so. Zack. Denn ich habe hier irgendwo. Da oben. Ein Aluminiumbärenbusch gesehen. Habe ich denn noch einen Eimer dabei? Ich habe noch einen leeren Eimer dabei. Den überhaupt kein Platz ist. So, warte mal. Wir sortieren mal erstmal hier das weg. Das weg. Die Kohle kann auch wieder weg. Alter, Kohle haben wir jetzt nicht. Gut. Der Redstone kann auch noch weg. Und da sind noch Busche. Da geht es nach draußen, so wie es aussieht. Den Eimer. Ach so. Na, ich gesehen, war das hier. So, dann holen wir uns hier mal den Eimer hin. Holen uns da die Quelle raus. So, dann kann das hier nämlich in Ruhe versiegen. Wir laufen nicht Gefahr zu sterben. Und dann würde ich sagen, fackeln wieder mal nur hier auf die Seite. Jetzt eben echt noch genial wäre, wären so, ja, eben ein paar. Ich höre eine Kuh. Und wo? Du fährst mal hier kurz ohne. Irgendwo was. Okay, hier ist eine Sackgasse. Sehr schön. Passt mir eigentlich sehr gut. Allerdings möchte ich hier den auch noch nicht unbedingt so weiter unten. Oh, hier sind noch Büsche. Huch. Haben wir keine freie Hand hier. Da ist noch... Oh, das ist so sehr... Warte. So. Ich bin jetzt wieder mal gerade ein bisschen konzentriert. Allerdings suche ich eigentlich Gold. Eigentlich Gold. Ich hole mir hier die ganze Inventar voll. Wow. Und suche eigentlich Gold und ich höre hier schon wieder Lava. Aber wir wissen auf jeden Fall, wo wir denn das nächste Mal hin können. So, hier können wir jetzt erstmal runter auf jeden Fall. Und dann nehmen wir die noch mit. Ja. Okay. Warte, warte. Toll. So, das nehmen wir noch mit. Und ich hätte gerne Gold. Gold oder Goldbeerenbüsche wären natürlich noch genialer. Die wären am genialsten, ganz ehrlich. So, Fackeln immer links. Und hier ist eine Sackgasse. Sehr schön. Wunderschön. Und da ich Gold möchte, würde ich sagen, gehen wir mal einfach in die Richtung hier runter. Da ist Lava. Wieder mal. Und hier habe ich Angst, nicht mehr hochzukommen. Da ist Gold.
Und gerade was gestorben, so wie es aussieht. Und noch Büsche. So, hier sind nur Lava. Und wir haben natürlich keinen Eimer mehr für. Ne! Was ist denn das? Das ist ja doof. Platz? Nee, hier im Moment nicht. Also, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Den Eimer könnten wir mal hier hinschmeißen. Den brauchen wir sowieso später wieder. Salz, ja, gut, komm. So. Uah. So, dann machen wir mal. Machen wir mal. Hallo? Und wie viel? Geil! Die Sensbären. Juhu, jetzt fehlen mir bloß noch Gold. Jetzt hätte ich gerne bloß noch Goldbärenbüsche. Ich meine, die bringen nun nicht unbedingt so viel. Oh, da ist auch noch mal Gold. So, hier hatte ich ja auch Gold gesehen. Wir machen mal den auf diesen. Zurück, zurück, zurück. Ah, es steuert sich das doof gerade. Will da bloß hin. So. Boah. Können wir die mal gleich abernten hiermit? Und wir werden ein reines Busch-Imperium aufbauen. So. Hier hätte man die Quelle hier mal zu machen können. Erstmal hier. Quält sich hier ihn ab. So. Hallo? So, machen wir das mal so. Einfach nur erstmal zu. Komm mal da. Ah, da, komm mal ran. Und ich sehe gerade, wir sind hungrig. Oh. So. Als allererstes. Warte mal. Als allererstes müssen wir erstmal hier warten. Ja. So, wir sollten uns erstmal hier. Oh, da ist noch Lapis. Und da oben sind auch noch Büsche. Ui, glatt übersehen. Jetzt sollten wir uns wohl mal markieren erstmal. Und dann geht los. Sehr schön, hier die Gold lang. Und auch nicht gerade wenig. Sehr gut. Und wir sind voll. Auch nicht gut. Zack, 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 zack. Mal hier nicht, zack, zack. Die noch weg. Also ich muss sagen, sammlungstechnisch sehr schön. So, dann habe ich da oben noch Gold gesehen. Und zwar hier. Da nehmen wir natürlich auch noch mit. Wenn es da auch noch jolt. Mal hier springen, ja. So. Oh Gott, also die Höhle wird noch interessant werden. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall einen Aufstieg. Zack. Zack. Na, so, und dann kommen wir noch überall ran. Und trotzdem bequem hoch. Und dann hatte ich doch ach, hier. Zinnbeeren. Zack. Hallo? Mit da nicht ran. Verdammt. So. So kommen wir da ran. Die nehmen wir natürlich noch mit. Und da oben ist auch noch Aluminium. Na gut. Eigentlich haben wir hier noch Aluminium-Bären-Zeugs, aber was soll's.
kann nie genug haben. So, ist da noch was? Nö, da ist nichts mehr. Hier jetzt maximal nur lang. Wir haben ja auch noch ein bisschen. Ach, siehst du, was essen. Wir holen mal die Platte hier. Ach, die wollten wir eigentlich auch mal entsorgen. So, warte mal. Wir können mal so, zack. Erstmal gleich wieder alles ein bisschen sortieren. Ding, 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 ding. Die haben wir auf jeden Fall. Robuster Eisengriff, den brauchen wir noch. Und dann machen wir mal Alu. Eins. Da müssen wir hin. Da ist unser Ausgang. Hier waren wir noch nicht. Also machen wir ihn auf diesen hier. Da ist Wasser. Geht's unten runter, Alter. Und hier ist schon wieder ein Lavafluss. Und Wasser und Redstone und Eisenbärenbüsche und. Ne! Ich hab die gesehen. Die stehen natürlich echt genial. Na, tolle Wurst. Da sind sie. Überlegen. Überlegen, überlegen. Den haben wir mal weg hier. Wir gehen am besten so hoch. Achso, ja, da war ja was. Die haben es vergessen.